Kurstadt Bad Ems verfügt über ein gutes Wanderwegenetz und seit 2015 gibt es ein weiteres Aushängeschild für den Wandertourismus, den Premium-Wanderweg Höhenluft. Startpunkt der Tour ist am Robert-Kampe-Sprudel in der Grabenstraße Ecke Römerstraße. An sich toller Standort hier mitten im Kurviertel drin. Das heißt, man hat, bevor oder nachdem man den Weg gegangen ist, noch Möglichkeit, ein bisschen was sich von der Historie von Bad Ems anzugucken, Kaffee zu trinken, ein bisschen die Stimmung hier an der Lahn zu genießen. Ja, und dann geht's hier hoch, den Berg, und dann richtig schön die ersten Höhenmeter, die wir von hier aus machen können. Okay, da sieht man ja, es ist ja eigentlich schon ein ganz schöner. Genau. Ja, der Name, hier ist der Name Programm. Höhenluft kommt von Höhe. Das heißt, wir werden hier einige schöne Aussichtspunkte haben und bis nach Kemmenau oben einige Höhenmeter zurücklegen und dann richtiger luftiger Höhe sein. Genau. Der zertifizierte Rundweg bietet einmalige Ausblicke auf Bad Ems und ist bestens ausgeschildert. Und wer möchte, kann sich auch in GPS-Tracks runterladen fürs Handy. Dann weiß man immer genau, wo man ist. Ist aber nicht notwendig, weil die Tour so gut markiert ist, dass man ohne Probleme auch ohne jegliche Karte etc. laufen kann. Dann würde ich sagen, packen wir's. Schon gleich nach dem Start lockt die erste Ablenkung. Ja, sollen wir mal gerade hingehen? Ja, gerne. Das ist der Robert-Kampe-Sprudel. Sprudel ist schon recht hoch, aber je nach Gegebenheiten sprudelt er sogar noch höher, bis zu 8 Meter. Mhm. Und der Sprudel ist, ja. Und der Sprudel versorgt auch gleichzeitig die Emser Therme mit dem Wasser. Also richtiges Multitalent, was wir hier vor uns haben. Ach, da vorne kommt eine Aussichtskanzel. Genau, das ist der Ernst-Vogler-Weg hier. Aha. Einer von den zahlreichen Aussichtspunkten vom Weg auf Bad Ems. An sich mit einer der schönsten, der ja, immer gerne genutzt wird. Ah, ja. Das Kurviertel haben wir hier hinten, genau. Die russische Kirche blicken wir direkt von oben drauf, den Quellenturm. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir die Bäderlei mit dem Concordia-Turm. Also im Prinzip die schönsten Stellen von Bad Ems, die man hier aussieht. Zertifizierung, was heißt das? Das heißt, dass jemand vom Deutschen Wanderinstitut kommt, den Weg abgeht, ganz genau guckt, was für einen Charakter der Weg hat. Es gibt da verschiedenste Kriterien, die der Weg erfüllen muss. Landschaftliche Schönheit, kulturelle Attraktionen am Wegesrand, dass der Weg gut zu gehen ist, dass er gut ausgeschildert ist, also dass der Wanderer sich wirklich top zurechtfindet, ohne Wanderkarte, rein nach der Markierung. Palisaden vorbei, geht es immer höher hinauf, bis zum Bismarckturm und einer Überraschung. Oh, was geht da denn hoch? Ja, das ist die Kurwaldbahn. Das ist eine von der Bad Emser Attraktionen und zwar ist es eine der steilsten Standseilbahnen der Welt sogar. Die verbindet das untere Teil der Stadt mit dem oberen Teil. Und wer jetzt die Höhenluft partout nicht ganz so streng angehen will, der kann auch theoretisch hier hochfahren. Aha, die von, leichte Variante. Genau, die leichte Variante. Hm? Auf 486 Meter hoch geht es nun nach Kemmenau, das den Beinamen Sonnenterrasse über dem Lahntal trägt. Von Kemmenau aus wandern wir durch die Wälder in Richtung Lahntal und treffen später auf den Lahnwanderweg. Diesem folgen wir bis zum Concordia-Turm. Ja, als Wander- und Reiserblogger bin ich ja viel in der Welt unterwegs, aber dieser Blick hier vom Concordia-Turm bei Bad Ems ist mit einer der schönsten Ausblicke, die ich persönlich kenne. An den Heinzelmannshöhlen vorbei geht es nach Bad Ems und damit zum Ausgangspunkt. Hier lohnt sich der Abstecher an die Lahnpromenade mit schönster Kuratmosphäre. So, hier sind wir jetzt am historischen Badeschloss von Bad Ems, barocke Badeschloss. Heute unser Heckers Grand Hotel in Bad Ems. Wir sehen wunderbare barocke Kulisse, also eines der Schmuckstücke von Bad Ems. Das macht schon was her, ne? Ja, toller Blick auf die Lahn, also hier kann man sich schön urlauben.